Hier habe ich ein Outdoor-Messer von Angelo Arms. Das heißt Packerwood Hunter. So sieht das gute Stück aus. Hat eine Klingenlänge von 147 mm, ein Gewicht von 198 Gramm und eine Gesamtlänge von 268 mm. So sieht das Teil aus. Ich bin ja, so ein bisschen Messerfanatiker und deswegen zeige ich die gerne mal. Gerade diese Angelo Arms Messer sind, finde ich ziemlich cool, weil die halt auch viel so in diesem Zombie-Dead-Style machen. Und da fahre ich ja voll drauf ab, um ehrlich zu sein. Obwohl das Messer hier ist auch ganz cool. Es ist jetzt nicht das größte Messer, ist nicht gerade ein Bowie-Messer, aber hat eine gesunde Länge. Wird sich perfekt in meiner Sammlung machen. Schön so ein Holzgriff oder Holzimitatgriff oder ich weiß es auch nicht, was es ist. Auf jeden Fall kostet das gute Stück. Zurzeit grandiose 6,90 Euro plus Porto und dafür habe ich mir gedacht, ah, nimmst du es mal mit, das kommt an der Wand. Dann hat man auch hier, damit man es schön an den Gürtel hängen kann. Und ja, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es zu den Dingen hier gar nicht zu sagen. Ist jetzt nicht so besonders. Nicht so wie in den Videos davor, wo ich diese ganzen Zombie-Dead-Messer hatte. Aber ich sag mal, für 6,90 Euro, wenn man eh bei dem Händler bestellen sollte, dann kann man das mitnehmen, weil man bei ihm keine zusätzlichen Versandkosten bezahlt. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall unten verlinken, wie immer, ist klar. Lasst mir einfach einen Daumen hoch oder runter da, wenn euch das Video gefallen oder nicht gefallen haben sollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.